Es gibt große Neuigkeiten rund um das neue Lord Pack. Uns erwarten mit dem Champions des Chaos DLC gleich 4 neue Legendary Lords und der erste, Azaziel, Prinz der Verdammnis, ist heute confirmed worden. Als Prinz unter den Dämonen ist er seit jeher der Fluch der Menschheit. Seine ständigen Taten der Hingabe und Ausschweifung sichern ihm ein hohes Ansehen in den Augen von Slaanesh. Alle, die ihn kennen, fürchten sich davor, ihm im Kampf gegenüberzutreten, denn der Preis einer Niederlage bedeutet nicht nur den Tod des Körpers, sondern auch die schreckliche Gewissheit der ewigen Verdammnis der Seele. Im Nahkampf hat er Zugriff auf die Fähigkeit Verführer. Er gewährt einen vorübergehenden Schutzschild und reflektiert jeglichen Schaden auf diejenigen, die es wagen, ihn anzugreifen. In seiner unterstützenden Rolle kann er eine Reihe von Zaubern aus der Lore des Slaanesh einsetzen. Zum Beispiel die Peitsche des Slaanesh. Seine Kampagnenfähigkeiten sind ebenfalls interessant. Er hat einen mächtigen +80er-Bonus auf die diplomatischen Beziehungen mit dem Imperium, Kislev, Kathai und den Bretonen. Seine Vasallen werden immun gegen Psychologie und verbreiten fortan Korruption. Azaziel kann Einheiten verführen und hat auch hier Boni auf die Einheiten der menschlichen Fraktion. Seine Startposition liegt mitten in Norska und zwar genauer gesagt im Turm von Krak. Neben den neuen Legendary Lords bekommen wir auch eine ganz eigene Kampagne für die 4 Champions rund um die uralte Stadt Zanbarjeen, in der wir das Gleichgewicht der Macht zwischen den Chaosgöttern für immer verändern können. Die Kampagnenmechanik sowohl im Reich des Chaos als auch in Immortal Empires stützt sich bei den Champions des Chaos auf 4 Säulen. Die erste Säule sind Chaosgaben oder Chaosgeschenke. Wenn wir Schlachten für uns entscheiden, ernten wir die Seelen unserer Feinde. Diese können wir unserem Schutzgott oder dem ungeteilten Chaos widmen, um sie gegen Macht oder Einheiten zu tauschen. Die zweite Säule sind dunkle Festungen. In den Chaoswüsten und im norskanisch besetzten Norden gibt es bestimmte Regionen, in denen wir die Möglichkeit haben, mächtige dunkle Festungen zu errichten. In der Hauptstadt einer norskanischen Fraktion bedeutet dies, dass wir diese in den Vasallenstatus zwingen, solange wir diesen Standort halten. Die dritte Säule besteht aus Kriegsbanden. Und das könnte eine richtig coole neue Funktion sein. Wir rekrutieren unsere Truppen sofort, entweder aus lokalen Provinzen oder durch Chaosgaben. Und unsere sterblichen Einheiten können in den Rängen des Chaos aufsteigen. Vom Tellerwäscher zum Millionär? Nicht ganz, aber auf jeden Fall vom Marodeur zum Auserwählten des Chaos. Wir können sie auch einem Chaosgott widmen, indem wir ihnen das Mal des gewählten Chaosgottes geben. Ich finde diese Aufstiegsmechanik super cool und die vierte Säule setzt dann noch die Krone auf. Diese ist nämlich der Pfad zum Ruhm. Wir können unseren Kommandanten Seelen spenden, um sie zum mächtigen Dämonenprinzen zu befördern. Sie können sich auch einem der 4 Chaosgötter widmen und erhalten durch die Markierung neue Stärken. Mit dem Champions des Chaos DLC kommen auch neue Einheiten in das Spiel. Diese werden auch den Kriegern des Chaos zur Verfügung stehen und die jeweils relevanten Einheiten werden auch den jeweiligen Chaosgott-Fraktionen beiseite gestellt. Der Dämonenprinz bekommt ebenfalls ein kleines Kontingent in seiner Kampagne. In den benutzerdefinierten Schlachten schließen sich die Champions des Chaos, den Kriegern des Chaos und den jeweiligen Schutzgott-Fraktionen an. Somit zahlt das DLC auch auf die bereits bestehenden Chaos-Fraktionen ein. Zu den neuen Einheiten zählen Lords, Kriegsschreine, Helden, verschiedene Marauder, Krieger des Chaos, Auserwählte, Verstoßene, berittene Marauder, verschiedene Chaosritter und Streitwegen. Ja, und das sind nur die neuen Einheiten. Zudem sind in dem DLC 4 Regiments of Renown dabei. Schädelbrecher des Khorne, ein Chaosriese des Nurgle, Chaosstreitwegen des Slaanesh und aufstrebende Champions des Tsiinch. Doch das ist noch nicht alles. Die Krieger des Chaos bekommen ein grundlegendes Update, welches ihnen die eben besprochene Kampagnenmechanik auch komplett zur Verfügung stellt. Zudem bekommen sie ein Free AC namens Marked Chaos Warriors, welches das Roster um 3 Krieger des Chaos Varianten erweitert. Und all das, was ich bis hierhin erzählt habe, ist pünktlich zum Immortal Empire Start verfügbar. In den kommenden 3 Wochen wird CA die weiteren 3 Champions des Chaos vorstellen. Durch einen Leak kennen wir diese allerdings schon. Das Video, in dem ich auf die Startposition der Krieger des Chaos eingehe und die 3 kommenden Lords mit ihrer individuellen Lore vorstelle, seht ihr hier. Übrigens, in einem Hotfix hat CA die Performance-Problematik rund um die Mods behoben.